So, liebe YouTube-Freunde, wir sind hier in der Burg Hohenstein. Ja, im 12. Jahrhundert ist sie erbaut worden. Ja, jetzt haben wir erstmal ein paar Karten gekauft. Das ist der Grundriss. Wer Zeit hat, hier nochmal ganz schnell, hier mal langsam. Und dann gehen wir erstmal auf den Burghof. Karten haben wir jetzt das erste Mal. Sehr schön. Mal sehen, was jetzt hier dahinter ist. Es war ein bisschen anders geplant. Wir sind hier in Hohenstein, wollten eigentlich auf die Bastei. Aber da sehr, sehr, sehr viel los ist, haben wir unseren Plan etwas verworfen, wie so öfters mal. Und wie gesagt, wir sind hier Schloss Hohenstein. Das ist in der Sächsischen Schweiz. Ja. Ein Wahnsinn, ja. Sagenhaft. Absolut. Ja. Hier seht ihr praktisch hier Sandsteinfelsen hier hinten, die Formation. Ja, wunderbar. Sehr, sehr schön. Ja, also während ihr folgt, da wird hier gemordert. Das ist ja Wahnsinn, was da schon alles so früher gegeben hat. Jetzt macht man das mit Sperren bei Facebook zum Beispiel. Genau, ja, ja. Und jetzt wird man Mundtot gemacht bei Facebook, indem man gesperrt wird oder sonst irgendwelche Sachen oder irgendwelchen Repressalien. Ja, bestimmten Repressalien ist man dann ausgeliefert. Aber sehr schön, der blaue Himmel hier, wunderbar. Sehr, sehr schön. So, jetzt gehen wir mal hier ins Turmverlies. Ein Wahnsinn. Hier, also so sieht das aus, wenn man gesperrt worden ist früher. Heute geht es mit Facebook oder andere Sperren, Repressalien. Ja, Leute. Also wie gesagt, das läuft unter der Rubrik "So schön ist unsere Heimat". Aber ja, hier geht es zum Burghof, der Burg Hohenstein. Sehr schön. So, hier geht es zum Aussichtsturm. Also ich werde hier ein paar Mitschnitte machen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, einfach auch sehr schön hier, muss man sagen. Das ist praktisch hier diese Spitze, die man von unten gesehen hat vorhin. Ja, da kann man richtig schön ins Tal schauen. Ein Wahnsinn. So, jetzt will ich euch nicht vorenthalten, diese Treppen hier hoch. Also wie gesagt, sehr, sehr schön. Hier kommt das Mittelalter wieder zum Vorschein. Ich hoffe, dass hier irgendwie die Aussicht echt super ist. Gehe ich mal davon aus. Brandschutztür aus Holz, habe ich auch noch nicht
gesehen, aber es gibt alles. Die Treppen, wie ihr seht, werden etwas schmaler. Genau. Jawohl. Geschafft. Ich hoffe, dass man eine schöne Aussicht hat. So. Wunderbar. Ja, also hier sieht man irgendwo zur linken Hand Schwimmbad, Sportplatz von dieser Stadt, von Hohenstein, Napoleons Schanze. Ja. So seht ihr das in Wirklichkeit. Sehr schöne Gegend. Und hier drüben ist praktisch ja, der Sandstein, die Formation. Wunderbar. So. Das sieht man das noch etwas besser. Sehr schön. Also ich habe sie nicht gezählt, die Stufen, aber es waren reichlich Stufen. Ja. So, jetzt noch die Seite von der Straßenseite, wo wir gekommen sind. Jetzt sieht man die Höhe von diesem Turm. Ja, also wie gesagt, es geht ganz schön steil hier runter. Wahnsinn, aber wirklich eine sehr schöne Gegend. Burg Hohenstein. Das ist Weißmühle. Und sehr schön. Der Oberfels. Wie sich das dort finden? So, ein kleiner Blechkamerad. Ja, Wahnsinn. Kleiner Blechkamerad. Ja, die waren die Ackerpflüge früher mal. Hier haben wir schon wieder solche Folterinstrumente. Also hier, ja, 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 ja. Morgenstern. Sehr schön. Nochmal Blechkamera, das ist ein bisschen größer hier. Eine Schatztruhe, wo eine Stralle ist. Wahnsinn. Aber ich hab's auf eine Truhe. Jawohl. Also diese Sache, die bräuchte man eigentlich in der Politik, wo man die Spreu vom Weizen trennen könnte. Jawohl. Mit einfachen Mitteln. So, das ist der Schlossgarten hier von der Burg Hohenstein. Diese Felsformation nochmal. Das war der Turm, wo ich dort durchgestiegen bin, hier im Hintergrund mit dem grünen Kupferdach. So, hier kann es auch mal regnen, da kann man sitzen. Also es wird heute nicht regnen, das ist schon mal gut. Sehr viele Fachwerkhäuser hier in der Innenstadt von Hohenstein im Elbsandsteingebirge.